Ich grüße euch. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr improvisieren könnt auf Melodieinstrumenten. Hier haben wir ein Hang, also eine Handpan. Und es ist gar nicht so schwer. Ich möchte euch zeigen, wie es geht. Und wir, als Grundlage habe ich den Shenan genommen. Das ist ein 6/8-Rhythmus. Und was ich getan habe, ich habe einfach meine Finger verteilt auf dieses Instrument. Und der Grundrhythmus ist dieser. Der Shenan. Dafür habe ich schon Videos gemacht. Ich verlinke das unten natürlich wieder. Ja, du verstehst. Also ich mach's mal langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Ja, es sind 6 Schläge. Wobei die 1 und die 4 betont sind. Die 1 mit der Haupthand und die 4 mit der Nebenhand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Rest sind Taps. Ihr erinnert euch, Taps sind Schläge, die keinen Ton von sich geben, sondern einfach die das Instrument berühren und katzenpfotenartig. Ja. Und dann die Betonung. Und jetzt nochmal. Und ich werde jetzt dieses Muster mal einfach verteilen. Ihr merkt, das ist ziemlich simpel, ja. Was du können musst, ist das Muster zu spielen. Das war jetzt ein sehr langsam. Ja. Nochmal schneller. Und beim Improvisieren ist es so, du musst verliebt sein in das, was du tust, sonst funktioniert das nicht. Und du musst bereit sein, etwas Neues zu erleben. Ja. Und du musst bereit sein, dich zu irren, ja, Fehler zu machen. Das ist wichtig. Ja. Also sei offen und lass es fließen. Beginne in der Mitte, zum Beispiel. Und dann setze die betonten Schläge mal auf die anderen Töne. Das ist es. Ja. Lass es fließen. Nimm zum Beispiel diesen Shenan-Rhythmus und lass es fließen. Lass es fließen. Spiele deine Musik. Entdecke. Improvisation heißt eben auch zu entdecken. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß. Hier ist Ingo Gutmann und ja, haut rein.